Hey, ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zu der dritten Folge Ender Kids. Und ja, wir haben heute den Jäger, somit das dritte Kit, und der Jäger erhält durch das Töten von Mobs doppelte Drops und startet mit einem Steinschwert. Und es ist auch noch so, dass die Drops von den Mobs gebraten sind, also man bekommt gebratenes Fleisch raus und so. Ja, ich habe jetzt zwei Runden hatte ich, die waren eigentlich ganz gut. Da hatte ich jetzt immer ein Diamantschwert, aber irgendwie war da ein Cheater dabei, der hieß Parsi X irgendwas. Beziehungsweise kam mir das so vor, weil der hat einfach mit einem Holzschwert zwei Hits und du warst tot, obwohl du eine Rüstung anhattest. Ja, das war ein bisschen komisch. Auf jeden Fall voten wir jetzt mal für, ja, schon zu spät. In 5 Sekunden geht es dann auch, glaube ich, los. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die guten Kids, die jetzt kommen. Also Känguru, Bomber, Hai, Delfin etc. etc. Da freue ich mich ehrlich gesagt jetzt schon sehr, sehr drauf, weil, ja, weil das die spannenden Kids sind und die Standard-Kids habt ihr ja alle und die und dann kommen noch die Premium-Kids und so weiter, Vampir, Berserker, Schinken und ja. Heute kommen übrigens zwei Videos, weil ich gestern es einfach nicht mehr geschafft hatte, das Video hochzuladen. Und damit das dann ausgeglichen ist, kommen heute zwei Folgen Ender Kids. So, ich habe wenigstens irgendwas. So, ich hole mir jetzt gleich Holz, weil dann habe ich nachher keinen Stress mehr und dann kann ich jetzt noch in Ruhe Kisten suchen gehen. Und ich habe da immer dann so eine Panik, wenn ich jetzt noch schnell Holz abbauen muss. Geht doch rein. So, und ja. Wir versuchen jetzt erstmal Tiere zu finden, weil ich möchte euch das Kit ja so gut wie möglich zeigen und präsentieren. Und wenn wir das... Oh, da oben ist eine Kiste und ich glaube, die wurde noch nicht gelootet. So macht es zumindest den Anschein. Ja, perfekt. Und ein Tier haben wir auch noch. Jetzt wäre es halt wirklich noch super, wenn wir jetzt vielleicht noch ein Tier finden könnten in der Zeit. Und... Oh, und jetzt, Leute, guck mal, hier sind Schweine. Und wenn ich das jetzt töte, bekomme ich gebratenes Fleisch raus. Und das 4 Stück. Und nicht ein Stück oder zwei Stück oder drei Stück, sondern 4 Stück. Manchmal sind es auch mehr, manchmal sind es weniger. Das hat immer damit zu tun, wie es gerade... Also, wie es halt gerade droppt. So, ich habe Angst, dass da jetzt gleich wer ist und mich töten möchte. So, wir haben jetzt aber auch noch Schuhe an. Also wir könnten eigentlich in Richtung von dem da unten laufen und das machen wir jetzt auch. So, pst, wir müssen uns anschleichen. Ich habe leider jetzt schon ein paar Hits kassiert. Der ist da vorne jetzt. Oder? Wo ist der denn jetzt? Hä? Ich habe doch gerade noch den Namen gesehen. Das kann ja nicht sein hier. Hä? Der ist irgendwie immer, der rennt irgendwie rum. Ach hier. Hi. Hey, Bitch. Ja, super. Dass wir jetzt unterm Kampf einfach so geportet werden. Obwohl, das war so doll. Brote können wir uns machen. Ich meine, wir haben zwar keine Essensprobleme, aber Brote schmecken gut. Und deswegen haben wir uns das auch gecraftet. Wir haben 14 Pfeile, das ist gut. Mache ich das mal so. Oh, hier ist auch eine Kiste gespawnt. Ein Tier wäre gut. Ein Tier, dann hätten wir ein Tierschwert. Das wäre dann echt sehr, sehr praktisch. So. Wir essen jetzt mal ganz kurz und gucken, wann, wie viele Blöcke der Typ entfernt ist. Ich mache mir jetzt... Ah, hier ist ein Verzauberungstisch. Und wenn ich mir das Schwert hier jetzt verzaubere. Och Mann, schnell. Okay. Wir haben jetzt ein Schärfe 1 Schwert. Das bedeutet, ist gerade, glaube ich, derzeit so gut sogar wie ein Dia-Schwert. Das ist natürlich ein super guter Vorteil auch. Jetzt tut er so, als würde er gucken. Und in echt will er uns dann abschnetzeln. Ich kenne den doch. Nein.
Okay, perfekt, wir wurden zum Glück getauscht. Das habe ich mir jetzt eigentlich auch im Inneren gewünscht. Und jetzt geht's weiter. So, es ist eigentlich jetzt gar nichts Spannendes. Es passiert nichts Spannendes einfach. Aber wenn wir einen Barbaren umhauen, dann wäre das schon sehr geil, wenn wir den umhauen könnten. Hä? Okay, ja, der rennt von uns davon. Super, alle rennen von uns davon. Wir sind doch gar nicht so gut ausgerüstet. Da drüben, hier, ist. Oh, perfekt. Das bedeutet, ich habe eine Werkbank jetzt hier. Hä? Habe ich die 5 Eisen jetzt nicht bekommen? Ja, das hat dann jetzt wohl gebuggt. Dann mache ich mir Schuhe, weil Eisenschuhe besser sind. Und jetzt ist hier auch irgendwo. Alter, das ist so verwirrend, weil man. Oh, da drüben. Oh Mann, Leute. Oder haben wir die gerade gelootet? Ach, wir haben 2 Dias, perfekt. Das ist ja sehr schön hier. Sehr, oder wie viel? 7 Angriffsschaden, 7,25. Ist derzeit noch besser, bis wir es verzaubert haben eben. Was haben wir dann noch drin, was wir brauchen könnten? Das da ist ganz cool. Dann könnten wir uns hier noch einen Harnisch schnell machen. Ja, super. Da hat das mein Harnisch. Das freut mich natürlich sehr. Also wenn das so ist, dass der jetzt hier mein Harnisch hat. Aber kann halt auch nicht alles in seinem Leben bekommen, was man so möchte. So, komm her. Okay, den haben wir. Super. Schnell, schnell, schnell. Jetzt muss ich aufpassen, dass hier eh keiner in der Nähe dann ist. Jetzt muss ich echt mich ein bisschen beeilen. So. Okay, die Sachen hier waren nicht so gut. Aber ich nehme, sagen wir mal so, die Sachen lieber mit, wenn nicht, dass sie sonst irgendwer findet. Und dann, ja, er ist jetzt nicht so gut. Okay, perfekt. Jetzt haben wir auch noch das hier. Wir sind eigentlich, ja. Ein besserer Brustharnisch wäre vielleicht noch gut, aber jetzt müssen wir eigentlich erstmal recken und davon ist auch gleich schon wer. Sneaken wir mal. Okay, der ist nackt. Das nackt, den sollten wir eigentlich kriegen. Oh. Jetzt wurden wir auch noch getauscht. Da vorne ist noch jemand. Hey, es leben noch sehr, sehr viele Leute. Es kam jetzt bisher noch nicht so richtig zu einem geilen Fight. So. So, jetzt aber dann. Den holen wir uns. Komm schon. So, den haben wir. Der hatte nichts Gutes dabei, was wir bräuchten. Das heißt, wir können jetzt auch gleich wieder weitergehen. So, wir essen jetzt erstmal was und es wird hier ein bisschen dunkel und ich sehe nicht so viel, weil in mein Zimmer strahlt gerade die Sonne rein und es ist so schön warm draußen. Wie ist bei euch das Wetter so? Und bitte Leute, schreibt mir auch heute wieder in die Kommentare, wann ihr das Video guckt, um wie viel Uhr und wann es euch am liebsten ist, wann ihr es hochla wann ich es hochladen soll. Oh, danke. 64 Blöcke und jetzt kann ich mir einen Harnisch machen. Das ist das, was ich eigentlich immer in meinem ganzen Leben wollte. So. Das habe ich mir gewünscht und jetzt sind wir full Iron. Das ist schon mal ganz gut, denn dann kann ich die Runde auch nehmen, weil die geht jetzt eh schon. Also die geht jetzt noch nicht so extremst lange, aber ist ganz okay, so wie sie jetzt ist. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir den da unten. Komm, schleichen wir jetzt an und jetzt machen wir den hier. Nichts mit Fallen bauen hier. Keine Fallen bauen, das mag ich nicht. Pah, da werde ich sauer. Weg mit dem, okay, das wollte ich eigentlich nur und das andere, ja. Ein Verzauberungstisch wäre cool, weil hätten wir jetzt einen Verzauberungstisch, dann könnten wir. Oh ne, oh ne. Was war denn da? Was war denn das jetzt? Wieso wurde ich gehittet? Ich glaube, ich bin in der Wand gebackt. Sehr ungewöhnlich. Ja, wie viele Blöcke sind wir noch entfernt? 89 Blöcke. Ich glaube, ja, der rennt von mir leider davon. Leider. Nee, jetzt laufen wir, glaube ich, aufeinander zu. Okay, jetzt wird es, glaube ich, gleich einen Fight geben.
Der entscheidet dann über Leben und Tod. Okay, das hole ich mir noch schnell. So. Okay, 36 Blöcke, da unten ist der. Ich muss gucken. Okay, perfekt. Und jetzt holen wir uns hier unten ihn. Wo ist er denn jetzt? Oh nee, jetzt wurde der auch noch getauscht. War der tat mir jetzt leid, weil der war jetzt echt nackig. Der konnte jetzt da nichts dafür. Der kam jetzt einfach so rein. Wir nehmen uns jetzt hier das Dia-Schwert mit und ich kann euch sagen, warum. Sollten wir beim Verzaubern geportet werden, hätten wir noch eins übrig. Und das ist dann immer ganz schön gut, sowas. Okay, wir sind im Finale. Vielleicht gewinnen wir die Runde, ja. Das wäre cool. Und ich bin heute so ein bisschen, ich weiß nicht so recht, was heute los ist, also. Ich bin heute so ein bisschen verwirrt. Aber da, wann bin ich das auch mal nicht? Wann bin ich auch mal nicht verwirrt? Ich würde gern wissen, was der für eine Ausrüstung hat, weil, lege ich hier noch die Enderperlen runter und dann da, vielleicht das TNT noch. Okay, dann tue ich doch nicht die Enderperlen runter, sondern das Feuerzeug. Dann kann ich TNT zünden. Außer es Bomber, dann wäre es nicht so gut. Verzauberungstisch, Leute. Und jetzt verzaubern wir. Auf 1. Schärfe. Okay, perfekt. Jetzt haben wir noch ein verzaubertes Dierschwert. Und unseren Bogen können wir leider nicht verzaubern, obwohl ich das eigentlich ganz gern getan hätte. Er sieht uns nicht. Okay, er hat irgendwie anscheinend besser gehittet, aber wie ihr gesehen habt, Leute, man kann nicht immer gewinnen und war aber eigentlich, finde ich, eine ganz coole Runde, vor allem, weil wir jetzt auch noch so weit gekommen sind und ich möchte ja eigentlich immer euch damit zeigen, wie das Kit funktioniert, auch wenn es mal nicht so eine gute Runde ist, aber ihr habt wahrscheinlich dann verstanden, wie es mit dem Kit zu spielen ist. Ich finde das Kit Jäger nochmal wegen der Zusammenfassung ganz cool. Man startet eben mit einem Ding, mit einem Steinschwert, kann sich deswegen am Anfang auch gleich verteidigen und man hat einfach keine Essensprobleme. Und Essensprobleme ist in den Endergames sehr scheiße. Deswegen ist es ganz gut, dass man dann immer genügend Essen hat, sofern es Tiere in der Nähe sind. Also, wenn euch die Folge Ender Kids gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen, über eine positive Bewertung und Kritik, für die bin ich immer offen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort. Und ja, morgen geht es dann, glaube ich, weiter mit dem Kit Barbar, wenn ich mich nicht täusche. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut und ciao.